Glück auf, ihr Räuber! Ruhrpott Outdoor hier und heute aus dem Camp. Da hinten im Hintergrund ist der Herr Doktor. Hallo, Herr Doktor. Hallo, Herr Guß. Hallo. Ja, gerade im Lager angekommen. Hier sieht es aus wie Kraut und Rüben. Alles komplett im Arsch und morsch und durchgewämst und verlebt. Wir müssen was machen. Wir müssen was machen. Wir sind das ganze Wochenende hier, Freitag bis Sonntag. Heute sind wir zu zweit, deswegen wird hier heute nicht allzu viel stattfinden, was Bauen angeht. Ein bisschen aufräumen, den ganzen Kram hier wegräumen und dann schon mal so rudimentär ein bisschen... Kommt da schon jemand oder was? Nee, wahrscheinlich nur der Yeti. Ja, und wollen das mal so ein bisschen vorbereiten, dass wir morgen direkt loslegen können und hier alles neu machen. Zumindest soweit wir das schaffen. Also, wenn ihr Bock habt, uns zu begleiten, dann bleibt dran, wenn nicht... Fiki Fiki! Ja, der Doktor geht hier dieser kruden Theorie nach, nach der Birkenrinde auch im Mai brennt. Mairinde sozusagen. Mairinde, genau. Ja. Aber mit Birken kennen wir uns auch aus, ne? Ja. Willst du einen Birken? Ja, klar. Das ist eine Frage. Der Doktor ist auch schwer krank. Leidet unter dem Bauchnabelschweißsyndrom. Ja, hier hoch ist echt die Hölle. Ja, vor allem zweimal. Oh. Oh. War das dein Finger oder was? Ja. Ach, das sollte schon fast reichen. Herr Doktor, machst du dich fein? Mhm. Zieh mich wieder an. Weißt du deswegen. So, haben wir hier schon mal ein bisschen was rausgeräumt aus der Ecke, oder? Ja. Du? Ja. Ich habe wieder nichts gemacht. Diesmal habe ich es gemacht. Ja. Ich kann ja auch mal was machen. Hier war, ja, was war da eigentlich alles drin? Moses City. Da war My City auf jeden Fall. Und hier unten ist noch ein bisschen Schrott. Da haben wir auch schon so ein bisschen was rausgeholt. Hier Müllsack voll mit Schrott. Angefressene, von Mäusen zerfressene Thermarest-Sitzmatte. Naja, hier kannst du nichts liegen lassen. Nee. Ne? Ja. Da brennt das Feuerchen schön. Da haben wir noch ein bisschen Equipment mitgebracht. Dann habe ich hier erstmal die Petromax-Lampen in Sicherheit gebracht, die Feuerhandlampen. Da haben wir noch ein paar von. Ich habe auch noch extra welche mitgebracht. Die Ruhrpott-Outdoor-Fahne hat es auch zerrissen. Die liegt hier auf dem Boden. Ein Frevel. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall noch Abhilfe schaffen dieses Wochenende. Da muss was Neues her. Jetzt auch bald hinter sich. Aber ich finde die schön, die sieht gut aus. Ja, der Doktor trinkt im Hintergrund ein Bierchen. Oh, das lässt er sich schmecken. Oh, das läuft. Oh, wie das läuft. Pulle leer. Gibt's da nicht. Wie die Tiere hier. Ja, auf jeden Fall sieht man, hier ist ordentlich was gewachsen um uns rum. Das Lager ist dichter als je zuvor. Ist auch geil. Schönes Wortspiel. Und hier das Hauptschelter, das kommt morgen weg. Feuerstelle, da oben das ehemalige Trapperbett, wo wir auch schon so ein bisschen was abgerissen haben. Der Rest ist zusammengebrochen. Da wird vielleicht auch noch was stattfinden, aber ich denke ich mal nicht mehr an diesem Wochenende. Und ja, hier der Platz, wo der Doktor steht. Da kommt der Eisenhans immer mit seinem Zelt hin. Wahrscheinlich auch heute noch, vielleicht kommt er noch vorbei. Ja, ja, wir bräuchten eigentlich einen Richter, um das hier alles zu richten. Ach, schön, mein Junge. Endlich hier da draußen im Wald, wa? Ja, richtig. Die Leute haben sich schon beschwert. Wir gehen ja nicht mehr raus. Wir haben gesagt, wir verkaufen nur noch Messer und so. Aber oh, dann kommt heute auch noch ein E-Bike-Video. Jetzt bin ich ganz unten durch. Von dir? Ja, ja. Ach, echt? Ja, ja. Ich Geschenke krieg. E-Bike? Man muss ja immer von Wenn leben, du wollt, oder? Kommt von mir wieder ein Gravel-Bike-Video. Habt ihr Bock? Sagt ja, dann mache ich. Dann Daumen hoch für Gravel-Bike. Ich kann mich jetzt wieder los. Deshalb kam so lange nichts aus dem Wald und so. Ja, er hat das nämlich schwerstens am Rücken. Und ganz übel. Und ich an der Lunge und am Gehirn etwas. 16 Wochen krank gewesen. 16 Wochen? Das zerrt an den Nerven. Ja, an meinen auch. Ja, war nicht so einfach, aber alles gut wieder und ich kann wieder loslegen. Ja. In 2 Wochen geht's los. Eine Woche Sächsische Schweiz. Ui. Und dann nochmal 2 Wochen ein bisschen Gravel in Dänemark. Geil, geil.
Da ist aus dem Leben. Ja, muss ja. Aber siehst du auch, wie schön das hier zugewuchert ist? Ja, auf jeden Fall. Also der Baum hier hat nochmal ganz ordentlich nachgelegt. Das ist richtig wie so eine kleine Höhle darunter. Aber immer noch weit genug weg, dass das Blattwerk nicht von dem Feuer beschädigt wird. Und hier unser Holzlager. Das sieht ja auch schon... Alles ein bisschen verdiert. Ja, ja, wir waren jetzt auch das erste Mal dieses Jahr hier. Ne? Ja, einmal im Januar waren wir da. Aber so gesehen war jetzt ein halbes Jahr hier... Aber guck mal, was ich gut fand hier... Ich habe das ja hier mal alles probiert. Ja, mit der Buschkrafttechniken, Rinde abziehen für so ein Dach oder so. Ja. Also mit diesen Bäumen ging das wirklich richtig gut. Da hätte man echt ein Dach mit decken können. Ja, aber dann haben wir es schleifen lassen, haben es nicht richtig abgedeckt und dann der Wind hat den Rest gemacht. Ne? Ach, das kriegen wir wieder hin. Jawohl. Und hier ist auch echt eine ganz schöne Ecke Holz. Das können wir heute Abend schön verfeuern. Ja, und auch wenn man jetzt hier mal so runter guckt, irgendwie hier ist der Aufweg, also das ist alles schön, schön zugewuchert da hinten. Der Baum hier, das ganz am Anfang, wo Atti da oben versucht hat, irgendwie sein ein Seil rauszuholen. Das ist auch alles richtig schön dicht gewachsen. Also hier kann man schon ordentlich einen Unterschied sehen. Auch wenn man überlegt, dieser kleine Baum hier an der Ecke, das war eigentlich immer eher so ein, ja, halt ein ganz junger, kleiner Baum. Und jetzt ist das schon ein richtig ordentliches Teil geworden hier. Dem muss es sein. Der war nur so groß, ja, stimmt, als wir das Camp gebaut der hinterm haben. Camp direkt. Ne? Genau, das war ja auch so ein 10, ganz winziger... 15 Zentimeter, 20 Zentimeter. Ja, und der hat hier jetzt ordentlich zugelegt. Das ist ein doppelter sofort irgendwie hier. Das ist eine Doppelspitze. Den müssen wir vorsichtig behandeln. Ja, das wird der unser Weihnachtsbaum. Natürlich bleibt der stehen. Weihnachtsbaum müssen wir wieder Sichtachse schaffen. Ja, dann machen wir da hinten, genau. Ja, das ist schon geil. Das ist unser Dach, in Anführungszeichen. Verdient den Namen nicht mehr so richtig. Das sieht nicht mehr so ganz so toll aus. Nee, aber das hat uns ja jetzt auch aber echt... Aber dafür, dass das alles nur so primitiv war, hat das ziemlich lange gehalten. So wie wir. Ja, asozial primitiv, aber es hat gut gehalten. Das stimmt. Und wir hatten Spaß damit. Ja, da hatten wir eine Menge Spaß drin, auf jeden Fall. Das ist hier, hat mehr erlebt als ein Jugendzentrum. Ja, das ist schon geil. Also hier unten ist das auf jeden Fall dicht. Ja, das alles weg morgen. Und dann sieht das schon anders aus. Wie die Brombeeren. Brombeeren hasse ich. Ja, die hassen dich auch. Ja. Hier Stroh rum. Wir haben die Mäuse nicht gefressen. Nee. Hier die Prepared-Tasse. Muss erstmal gekeimt werden. Ja. Ja, hier, schön. Was denn? Kannst auch mal eine Kamera halten. Ach, Markus! Jo. Sascha war das doch. Sascha? Sascha hat uns die doch geschenkt. Sascha, oh, ich weiß, wir haben so viele Sachen geschenkt bekommen. Du darfst ihn gerne Markus nennen. Markus, dann sagt. Nein, der heißt Sascha. Sascha? Vielen Dank nochmal. Guck dir das geile Teil mal an, haben wir geschenkt bekommen. Mega, super Nummer. Auf dem Bushcraft Jamboree. Genau, auf dem Jamboree hat der Sascha uns, hat der Sascha uns das in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, nimm mit, könnt ihr haben. Cool. Haben uns sehr gefreut drüber und das wird jetzt unsere Campsäge. Die bleibt hier und die bleibt nicht hier. Die nehmen wir mit. Wenn die hier was liegen lässt, entweder holen es die Mäuse oder die Asozialen aus der Stadt. Stadtmenschen! Mal losdrücken können hier. Den wieder zu kriegen wäre teuer. Dann gibt es nur bei dem F2 mit dabei. Das Backlight. Nee, bei dem kleinen. Ah, okay. Bei dem großen ist so ein lang großer, richtiger Patch bei so. Mhm. Mit Griffin Comet Beat drauf. Und da waren die zwei kleinen. Einmal hier dieses Logo-Zeichen und dann nochmal dieser Totenkopf. Neues Lieblingssetup. Bisschen Schmuck, Waldschmuck. Scheiße, jetzt kriegt der Cut nicht zu. Auf jeden Fall. Ah, was ist denn hier? Tja, will nicht. So, jetzt aber.
Das ist so klein, das wird nicht scharf. Das ist schon scharf, du. Das ist ein scharfes Ding. Oder? Auf jeden Fall. Ah, Herr geiles Doktor, Teil. Ich habe auch noch was für dich. Du hast was für mich? Ja. Dann muss ich meins erstmal weglegen. Nicht, dass du meinst, das wäre für dich. Ja, irgendwas in der Tasche hier, du. Oh. Muss man ein bisschen ins Bild rutschen. Oh, oh, oh. Der Intaler, Abenteuer Tirol. Jackknife. Ach, wie heißt er? Der Intaler, vielen Dank. Jackknife, es war super bei dir. Oh, Band mit Kappe im Wald. Habe ich auch schon mal gesehen. Mit Kappe im Wald. Geil. Und? Vom Buschpiraten. Oh, Atze. Aufkleber. Und? Ach du liebe Güte. Survival NRW. Oh, der ist klar. Der ist schön. Und beste Grüße von Ben. Oh, Ben. Der kleine Kackhaufen. Mit die dem allerbesten Grüße gehen raus an in die Schweiz. Blitz Ben. Und Donner. Blitz und Donner. Ben, wenn du mal hier bist, melde dich auf jeden Fall. Ich habe ihm schon gesagt, ich gebe ihm ein paar Daten durch. Der muss hier auf jeden Fall der mit muss uns abdrucken. Auf jeden Fall. Ja. Der muss offizielle hierher. Einladung, Ben. Das ist eine Patchbombe hier. War noch mehr? Nee, oder? Nee, die anderen habe ich unterwegs bei eBay verhökert. Ja. Geil. Ja? Hm. Weihnachten. Fast. So, hat jetzt gerade ein bisschen angefangen zu regnen. Man kann vielleicht das Tröpfeln im Hintergrund leicht hören. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ich penne heute hier im ehemaligen Trapperbett, also in dem, was davon übrig ist. Und habe hier klassisches Setup. So, hier ist die Räuberhöhle nach hinten offen. Aber das Dach, das reicht, glaube ich, aus. Wenn nicht, mache ich mir noch einen Poncho dran, den habe ich noch mit. Ein Snackpack-Schlafsack mit dem schönen Kokonkissen, das ist schön weich. Darunter die Thermarest. SMS kriege ich gerade. Ah, nee, SMS kriegen nur ältere Herren, ne? WhatsApp heißt das ja jetzt. Und ja, hier die Fellräventasche. Ja, das wird hier mietlich. Da hinten ist schon, seht ihr, da alles zusammengebrochen hier unten. Alles im Arsch, das kommt alles weg. Hier sieht man es auch. Alles abgesackt. Aber echt, das hat jetzt ein paar Jahre gute Dienste erwiesen und fertig. Der Doktor ist da hinten am Basteln. Der baut sein Hängematten-Setup auf. Mann, was ist denn hier los? Muss ich auch mal kurz sagen. Dick für die Scheiße. Das war der Bronski-Beat. Ja. Ach, guck mal. So, ich mal da. Ich hoffe, da ab. Hallo, Rabauke-San. Der war über Nacht. Nee, er hat einen Warhammer dabei, der wird nicht über Nacht. Nur den Warhammer. Ja, nur den Warhammer mit. Und dann auch nur einen. Nur einen Warhammer. Ihr kennt mich leider sehr gut. Oh. Ja. Ah. Ach so, ich bin nass. Das mag ich. Schön, dass du da bist. Cool. Boah, Wurst, Alter. Ich habe auch ein Paket mit. Sehr gut. So Hunger. Der Doktor hat seinen im Auto gelassen. Ja, steht ja unten. Und die andere Wurst vom Doktor will ich nie anfassen. Die AA-Wurst. Ne? Hörst du das Reh im Hintergrund bellen? Ja, ja, klar. Na, komm mal her. Ja. Wie ja, seid ihr denn, Rabauke-San? Ja. Ja. Hier. Ja. Überhaupt keinen Bock. Aha. Das ist Kacke hier. Na ja. Schlechte Gesellschaft. Geht. Alter, guck mal, was hier für ein Doch drin ist. Boah. Das ist ja, ja ganz schön lange Lunte. Ja, genau. Der Doktor, ja. So, der meint einen richtigen Doch.
Sollten wir hier vielleicht auch mal einen Feuerlöscher hinpacken? Ja. Haben wir doch. Haben wir doch. Haben wir? Na klar. Ich freue mich richtig, hier zu sein. Ja, ist auch echt schön. Gemütlich. Ja. Feuerchen knistert im Hintergrund. Es gibt Berlinskis. Berlinskis gibt es, genau. Kennt ihr diese polnischen Würstchen, Berlinski? So Fettpeitschen. Oh, herrlich. Heinekenskis. Heineken hast du? Ich hab Brinkhoffs. Ski. Ups, Entschuldigung. So, Leute. Gerade sagt der Rabauke noch, hier ist auch noch nie was passiert am Lager. Ne? Ist noch nie was passiert. Und ich sage noch, nee, sag das nicht so laut. Das bringt Unglück. Kurz danach holt der Doktor sein Messer raus und wir klappen damit ein bisschen rum. Und er macht den Frontflipper mit dem Zeigefinger auf und ich mit dem Daumen. Und ich sage, komm, lass mich doch mal probieren. Und wir scherzen noch, pass aber auf, schneid dich nicht. Ich mach Schnack, das Ding fällt mir runter, ich greife nach und hau mir das Ding im Finger. Ist ja nicht der erste Cut eigentlich. Wir machen nochmal. Moment, das muss man ein bisschen besser sehen können hier. Moment. Moment. Und nochmal, mach mal hier. Ne? Okay. So. Und jetzt zeigt der Gruß euch mal, wie es nicht geht. Und ich mach's halt mit dem Daumen auf. Und deswegen habe ich das gerade versucht zu probieren. Ich mache das jetzt nicht nochmal. Also nicht der erste. Tatsächlich. Zeig mal das Ding. Was ist denn das für eine Schnecke, Alter? Das ist doch eine Tigerschnecke. Das ist eine Schlangenschnecke. Alter, die. Guck mal hier. Meine Hand. Die hat die Axt weggedrückt gerade. Gewaltig, echt? Ja. Bodybuilder-Schnecke. Ne, das ist keine Tigerschnecke. Das ist ein Salamander ohne Beine. Ich Salamander. Und komm, wir hatten die durch. Da haben wir zwei. Oh, jetzt fängt es echt an zu pissen. Ja, jetzt, wo du gehst. Ja. Ja. Schön eingepackt bist du. So kommst du trocken nach Hause. Tarnmodus. Ist hier übrigens auch noch ein Bier, ne? Mhm. Ah. Ja. Ja, Geheimnis. Habt ihr gerettet immer. Ich hab dir das übrig gelassen und hab dafür die Dose genommen. Oh. Weil das dein Lieblingsbier ist. Earthworm Jim. Was machst du jetzt? Über die Regenjacke noch eine Regenjacke? Poncho. Was? Poncho Villa. Ja, er hat doch eine Regenjacke an. Ja, und? Doppelt hält besser. Ich möchte nicht, dass sie nass wird. Kannst du da hinten drüber schmeißen? Alter, danke. Wie die kaputten, ey. Was? Dankeschön, es war mir ein Fest. Wir sehen uns. Bis die Nächte. Wie gesagt, wünsche euch noch. Ach so, warte mal, vielleicht soll ich mir eine Stirnlampe umschneiden. Ruf mich an. Ich ruf dich an. Deine Zeitung. Ja, gerne. Lass dich drücken, mein Lieber. Mach's gut. Pass auf die auf. Und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Es schreckt keine Leute jetzt unterwegs so. Was? Ja, du sollst keine Leute unterwegs erschrecken. Wenn du jemanden triffst, so wie du aussiehst, ist alles vorbei. Sag ich dir gleich. Warum?
dich mal an, Alter. Siehst aus wie einer, der bei Aktenzeichen XY gesucht wird. Du siehst aus wie ein Bundeswehrkamel. Komplett verpackt. Muli, bitte. Ja, okay. So sind wir früher nur rumgerannt. Ja. In Bethel. Das auch. Da hängen so Insekten oder Laternen. Ja. Also. Ja. Tschüss. Mach's gut, tschüss. Pass auf dich auf. Jo. Schön, dass du da warst. Ja. Grüß schön zu Hause. Mach das. Genau. Tschüss. Tschüss. Da verschwindet er im dunklen Wald. Hast du keine Angst im Wald, im Dunkeln? Ein bisschen. Pass auf. Ist jetzt gleich Geisterstunde.